12, dann legen wir los. Ich freue mich sehr, heute als Gast zu haben, den Christian Daul. Christian, wir kennen uns jetzt auch schon seit vier Jahren. Jährchen, ja, fast, genau. Ja. Und seit fast so langer Zeit versuchen wir, dieses Meetup auf die Beine zu stellen. Stimmt. Also haben wir anderen Themen ursprünglich, aber jetzt hat es geklappt. Genau, genau. Jetzt ist aber auch gut, dass es geklappt hat, denn du hast uns ein spannendes Thema mitgebracht. Du bist selber schon seit 30 Jahren in führender und leitender Position im Marketingbereich im Großen und Ganzen tätig. Als wir uns kennengelernt haben, warst du bei Spark, der Lead-Agentur für einen britischen Automobilhersteller. Und jetzt machst du mit Rhein-Glasen als CEO von Rhein-Glasen was ganz Neues, was sehr, 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 sehr Spannendes. Und genau, weil es neu ist und spannend und damit ich das besser verstehen kann, dachte ich mir, Mensch, Christian, wäre toll, wenn du uns dazu was sagen könntest. Und ja, damit würde ich gerne dir das Wort und die Bühne überlassen. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Wie gesagt, für alle anderen, schreibt gerne, merkt euch die Fragen. Im Anschluss machen wir Frage- und Antwortrunde. Wenn ihr es ganz dringend habt, schreibt sie auch in den Chat rein. Ich versuche, die dann mitzuschreiben. Gut, Christian, bitte. So, ich steige mal ein. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, so wie wir es uns vorgestellt haben. Seht ihr alle meinen Schirm? Sehr gut sieht das aus. So, gut. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. In der Tat, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir es hinkriegen sollten mal. Heute hat es geklappt, freut mich. Ich wusste gar nicht, dass ich die Premiere mache im Digitalen, passt aber irgendwie. Du hast mich schon als Oldie verkauft. Die letzten 10 Jahre sind bei mir Gott sei Dank auch weitgehend digital abgelaufen. Nichtsdestotrotz ist der Kern dessen, über was ich heute spreche, erstmal sehr grundsätzlich sehr analog gewesen. Rhein-Glasen wurde schon 2005 gegründet und ist sozusagen die, ich würde mal sagen, die Agentur in Deutschland oder die Markenberatung, die das Thema Corporate Language überhaupt als erste auf den Plan gebracht hat hierzulande. Es ist ein Thema, was im angelsächsischen Bereich schon lange existiert hat. Hier dann nach Deutschland, Land der Dichter und Denker, sollte man denken, ist textlich oder sprachlich sehr orientiert. Stimmt auch, aber vielleicht genau aus dem Grund nicht so sehr in Marketing und Werbung, weil das natürlich nicht lyrisch und nicht poetisch ist in aller Regel. Ich werde euch gleich noch was dazu sagen zu dem Thema, deshalb springe ich eigentlich relativ zügig rein. Also wie gesagt, uns gibt es seit 15 Jahren. Ich habe das letztes Jahr in Frankfurt übernommen. Wir sind ursprünglich eine Hamburger Kette in Frankfurt angefangen letztes Jahr mit einer stärkeren Digitalisierung des Themas, denn ihr werdet es gleich sehen, das hat eine zweite Ebene bekommen, deshalb nennen wir auch Markensprache 2.0, denn in Zukunft sprechen Marken sozusagen aus anderen Quellen und mit anderem Hintergrund und darüber wollte ich euch heute ein wenig erzählen. So. Es gibt den Vice President von Google, Nick Fox, der ist jetzt nicht so sehr bekannt, aber der hat dieses Zitat gesagt und ich glaube, wenn jemand bei Google, die ja auch durchaus vorsichtig sind mit Superlativen, so eine Aussage trifft, dann kann man sie sehr ernst nehmen. Also es ist ein Tectonic Shift, der, wie gesagt, von Google sehr ernst genommen wird. Und man sieht ja auch an den nachfolgenden Punkten, dass das Thema nicht nur für Google eine große Tragweite hat, sondern eben auch für andere Player. So, jetzt muss ich hier gerade ganz kurz noch ein Fenster optimieren. So. Genau. Und jetzt macht das schon nicht mehr. Warum? Eigentlich sollte er mir hier jetzt die nächste Folie zeigen, aber das hat gerade nicht geklappt. Versuche es nochmal. Ich kriege hier aber gerade den Hinweis, dass es nicht geht. Ich gehe nochmal raus. Ja, mach das. Sie befinden sich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung. Möglicherweise. Wir sehen immer noch die eine Folie. Ja, ich weiß. Ich würde normalerweise auch weiterspringen, aber es tut es nicht. Dann lass mich ganz kurz hier mal auf eine andere. So, ich habe einen anderen Weg gefunden und weiter geht's. Sprechen ist das neue Wischen, ist so ein Slogan gewesen, den wir mitgeprägt haben, der in der Presse auch sehr gerne aufgegriffen wurde. Natürlich ist klar, was damit gemeint ist, das Wipen und nicht das Putzen. Wenn ihr euch mal anschaut, die nächsten Interfaces, also wo sind wir eigentlich in der User Interface oder auch teilweise User
Experience Revolution, dann sind das eigentlich die großen Themen, die die nächsten Jahre uns begleiten werden. Über Virtual Reality wird momentan mal wieder mehr geredet. Das hat ja, ihr kennt sicherlich den Gartner Hype Cycle, hat dann immer seine Verzögerung und seine unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Chatbots waren vor Jahren schon Thema, sind ein bisschen runtergefallen, weil auch eine erste Enttäuschung da war. Bei Voice sind wir eigentlich gerade voll im Hype drinne nach Gartner. Und wir machen das aber nicht, weil der Hype so groß ist, sondern weil wir an die Zukunftsfähigkeit des Themas wirklich glauben. Wenn ihr euch die bekannten Systeme mal anschaut, dann ist es ja interessant, dass man die durchaus auch auf Basis ihrer Herkunft, also was hatten sie eigentlich für eine Intention ursprünglich, durchaus voneinander abgrenzen kann und positionieren. Also Siri war schon immer im Kern dazu angetreten, Knowledge und Productivity zu erhöhen. Also es ist keine klassische Verkaufs-Else. Ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber ihr könnt euch denken, dass ich mich da auf den Quadranten rechts oben mit Alexa beziehe, die durchaus sehr merkantil daherkommt im Vergleich zu Siri, während Cortana auch deutlich im mit der Mutter Microsoft natürlich im Knowledge-Productivity-Bereich sitzt und Google logischerweise dem Commerce auch nicht ganz weit weg steht, aber sich doch sehr im Zentrum aufhält. Also wie gesagt, das ist gegliedert nach Purchase Intent, ihr könnt es ja sehen, und auch nach der Frage eben, was hat das dann mit Knowledge und Productivity zu tun. Die Assistenten, die im Gebrauch sind, explodieren förmlich. Das hat, wie gesagt, damit zu tun, ich komme da noch drauf, dass die sehr stark natürlich von den GAFA-Playern getrieben werden. Ihr könnt euch selber vorstellen, wenn man mittlerweile die Teile für teilweise 30 Euro oder sowas kaufen kann, neu wohlgemerkt, dann muss das quersubventioniert sein. Das ist mit Sicherheit ein Preis, der eher unter dem Aspekt Kampfpreis zu sehen ist und nicht unter dem Aspekt Marge oder Gewinnmaximierung. Das sind die prognostizierten Zahlen. Übrigens kleiner Tipp, Thomas ist ja auch immer, ist immer auch ganz wichtig, dass wir Tipps geben. VoiceBot AI für Leute, die sich in dem Bereich nicht so auskennen, ist wirklich die beste Quelle, ist ein ganz tolles Portal von einem Amerikaner, der das über Jahre aufgebaut hat, Brad Kinsella, guter Mann, der auch sehr, sehr gute Kommentare gibt. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, hat auch immer neueste Daten, und wer das Thema Voice Marketing ernst nimmt, kommt eigentlich an VoiceBot AI nicht wirklich vorbei. Ja, ich weiß, wir alle haben die einschlägigen Dinge gehört. Google hört im Schlafzimmer zu, Siri verfolgt dich draußen und Alexa weiß genau, was im Wohnzimmer gesprochen wird. Und wir alle kennen die tollen Geschichten von Bestellungen, die gar nicht von Kindern ausgelöst waren, die gar nicht autorisiert waren und so weiter. Ja, das ist an vielen Stellen auch tatsächlich passiert und nicht alles erstunken und erlogen. Aber Sascha Lobo hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, indem er sagt, bei Spiegel Online Bequemlichkeit schlägt alles sogar deutsche Bedenken. Also ich bin jetzt keiner, der dem Thema komplett unvoreingenommen gegenübersteht im Sinne von Datenschutz ist irrelevant. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen wie bei allen Technologien einfach erstmal sehen, was es tut, was es mit uns tut, wo die Gefahrenquellen, wo die Potenziale liegen und dann die richtigen regularischen Entscheidungen treffen. Aber wir sind jetzt sicherlich nicht der Treiber von Regulation und Bedenken. Nicht, weil wir die nicht sehen, sondern weil wir glauben, dass erstmal die Potenziale erfasst werden müssen, die Chancen erkannt, bevor wir uns in alter deutscher Tradition an die Einschränkungen und an die Probleme machen. Wenn wir uns mal anschauen, wo Voice-Assistenten-Systeme eigentlich so ihre Bedeutung haben, dann ist es schon sehr, sehr vielfältig. Also das kommt jetzt von einer Studie von Deloitte, das könnt ihr unten sehen, von 2018, ist also auch noch nicht so alt. Und da geht eigentlich schon sehr klar daraus hervor, dass es vom Geschäftlichen, also von dem Commerce-Faktor bis in Heim und Social Media eigentlich unglaublich viele konkrete Anwendungspunkte gibt, über Steuerung, über Unterhaltung, über Terminplanung, über Kontrolle. Also da sind sehr, sehr viele Dinge, die übrigens auch teilweise noch gar nicht richtig erschlossen sind. Also das sind noch Arbeits- und Suchfelder auch, die eben
noch ihrer Exploration bedürfen. Aber das Potenzial da drin wird gesehen und Deloitte ist, glaube ich, auch digital so weit entwickelt, dass man denen auch zutrauen kann, dass sie da eine ganz gute Übersicht haben inzwischen. Was mich privat fasziniert hat, und ich erlaube mir mal die Bemerkung, auch wenn meine Jungs längst diesem kleinen, zarten Alter von dem Jungen da links entschlüpft sind, es ist ein Medium oder eine Technologie, die wie keine andere es bisher geschafft hat, sowohl ganz jung als auch ganz alt zu greifen. Also meine Eltern mit über 80 haben es tatsächlich dank Alexa Screen geschafft, Anschluss ans Internet zu finden. Also der Kontakt war vorher schier unmöglich. Das liegt natürlich an dem Unvermögen, an nicht gelernten, an falschen, sicherlich falschen Vorstellungen, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Wisst ihr wahrscheinlich selber aus dem privaten Umfeld. Und Kinder haben eben auch einen sehr spielerischen Zugang, ähnlich wie wir es vielleicht bei iPad und sowas erlebt haben. Also die reden mit den Geräten wirklich wie mit Freunden oder wie mit was Vertrautem, mit Spielzeug. Ist ja auch schon vorgekommen, dass vergleichbare Technologien in Spielzeug eingebaut wurden. Das werden wir in Zukunft, glaube ich, auch noch öfter sehen. Bei Alten hat es durchaus auch neben dem sozialen Aspekt, der übrigens jetzt auch in Corona-Zeiten nicht unwesentlich war, noch einen zweiten Hebel, dass eben auch teilweise eben Kontrolle in medizinischen Funktionen beispielsweise, wie der rüstige Senior hier, der in Amerika noch arbeiten muss, als fortgeschrittener Arzt beweist, da gibt es eben auch Funktionen, also Telemedizin, die weit über das hinausreichen, was man vielleicht allgemein erstmal bei Voice-Marketing vermutet. Deshalb ist das Potenzial sehr groß. Und ich glaube, wir haben als Schizophrenie zum ersten Mal fast so ein Problem in der Mitte. Also wir so zwischen 30 und 50 sind die Bremser, weil wir durch unterschiedliche Gründe gar nicht so auf das Thema einsteigen, wie es eben die ganz Jungen und die ganz Alten tun. Deshalb ist mir aber nicht bange, dass das Thema sich weiter durchsetzen wird und die Zahlen, die wir da vorhin gesehen haben mit der Wachstumskurve, eigentlich zutreffen werden. Die gar nicht stille Revolution Voice Search, die neue Suche, hat begonnen. Das ist eben genau der erste große Punkt, den ihr euch tatsächlich sehr dick hinter die Ohren schreiben müsstet oder in dem Fall wahrscheinlich hinter die Stimme. Denn hier hat die Revolution eigentlich schon begonnen. Das ist auch eine Gartner-Untersuchung, die ist aus 2018 und bezieht sich auf dieses Jahr. Ob das jetzt eintritt, wissen wir erst zum Ende des Jahres. Aber das sind Zahlen für die USA und die würden nahelegen, dass die Hälfte der Suche in USA in diesem Jahr über Voice kommt. Also nicht mehr Websearch, also Texteingabe, sondern wirklich über Voice. Es hat natürlich unter anderem auch mit der unglaublichen Verbreitung von Google auf Mobile zu tun, wo die Assistenten eben sehr schnell und einfach auf Voice eingesetzt werden. Das ist die Kurve, selbst wenn die dieses Jahr nicht zutreffen sollte und wir nur in Anführungsstrichen bei 40% landen würden, hat es natürlich einen enormen Impact auf das Thema Suche, wie ihr euch unschwer vorstellen könnt, und auch auf das Thema Google. Denn wenn wir uns mal die neue Realität dann bei der Voice-Suche vor Augen führen, dann passiert genau das, was hier mal in diesem lustig animierten GIF zu sehen war, dass nämlich das alte Prinzip der Google-Suche mit Voice eigentlich ad absurdum geführt wird, denn am Ende gibt es bei Google in der Regel eine Auskunft, das ist die berühmte Position Zero, wie die Fachleute das nennen, also die Stelle an der Spitze, und nur eventuell auf Nachfrage gibt es noch eine Nummer 2 oder 3, aber niemand wird natürlich ernsthaft bei einer Voice-Suche gib mir mal 48 oder gib mir mal 79. Ich weiß auch nicht mal, ob es da eine vernünftige Antwort gäbe, müsste ich glatt mal testen. Das Ding ist endlich, die Google und Alexas dieser Welt wissen das und müssen jetzt natürlich insbesondere bei Google ihr Geschäftssystem, Alexa trifft es nicht ganz so hart, aber ihr Geschäftssystem an der Stelle ändern, weil man kann ja auch die netten Anzeigen, die da rechts und links immer platziert waren, nicht mehr buchen und nicht mehr platzieren. Das heißt, Google hat ein sehr, sehr großes Interesse, Voice wirklich sauber hinzustellen, weil wenn die Hälfte ihres Revenues sozusagen at stake wäre, dann hätten sie ein veritables Problem. Haben sie nicht, keine Sorge, haben natürlich schon an vieles gedacht. Wo die Reise hingeht, verrate ich euch noch im Lauf des Vortrags.
Also das Fragezeichen gewinnt, aus Such werden Antwortmaschinen. Und wer von euch aufmerksam nicht nur das Thema SEO, sondern das Thema Umbau der Suchmaschinen insgesamt über die Jahre begleitet, der wird festgestellt haben, dass genau dieser Umbau schon angefangen hat. Also früher gab es eben nicht so kleine, kurze Zusammenfassungen von dem, was man suchte. Früher gab es ganz viele Dinge nicht im Snippet-Bereich und eben allein auch hier eine verräterische Sprache, dass Google inzwischen sagt, Leute sucht nicht, sondern Leute haben auch danach gefragt. Ja, also das ist ein Unterschied und auch seit, ich glaube, in Deutschland seit mittlerweile 2 Jahren haben wir auch das Mikrofon eingeblendet neben der Textsuche, was einen direkt daran erinnert, dass man das Ganze doch bitte auch per Sprache tun möge. Deshalb ganz kurz für euch zusammengefasst, das ist schon ein echtes Nugget, die 6 goldenen Regeln für die Voice-Suche. Das eine ist, verändere radikal die Perspektive. Also es geht nicht darum, was du über dich sagen willst, was immer noch viele so ins Netz stellen, sondern wie Menschen nach dir fragen. Also nutze wirklich die W-Worte, die jedes Kind stellt, als Startpunkt, um sozusagen dort die Hausaufgaben zu machen. Das ist ein vermeintlich banaler Hinweis, aber wenn ihr eure eigenen Homepages oder eure eigenen Marken, falls ihr die betreut, mal danach abklopft, dann werdet ihr merken, dass das gar nicht so banal ist. Nummer 2, einzelne Keywords wird es immer weniger geben. Wir waren natürlich immer faul bei der Eingabe und haben vielleicht 2, maximal 3 Begriffe eingegeben, wenn wir was gesucht haben. Das ist ganz anders, wenn man spricht, weil dort ist der natürliche Fluss, dass man lange Fragen stellt und das Ganze sozusagen nicht auf eine Kürze anlegt, sondern dass man redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist. In der SEO-Fachsprache ist das dann eben Longtail-Keywords, die in Zukunft eine ganz andere Bedeutung bekommen, als die in der Vergangenheit hatten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man in Zukunft berücksichtigen muss. Heißt aber auch umgekehrt, dass das Bieten oder das Konzentrieren auf Einzelworte möglicherweise nicht mehr so zielführend ist, sondern dass man sich schon überlegen sollte, was man alles an verbundenen Begrifflichkeiten und an weiteren Termini dazu addieren sollte, um dann spezifisch auf sich aufmerksam zu machen. Dann, das knüpft daran an, was ich eben sagte, sei so umgangssprachlich dialogorientiert und normal wie möglich in deinen Formulierungen, sei aber vor allem kurz und knapp, denn dann kann es die Maschine auch schnell aufschnappen. Man ist nicht in der Lage und willens, wenn man diese Ausgabe auf Voice hört, lange komplizierte Dinge sich anzuhören. Also ein Hörspiel aus dem Suchbegriff zu machen, ist keine gute Idee, weil die meisten Leute weder die Lust noch die Zeit haben werden, das sich zu Gemüte zu führen. Denkt einfach daran, wie ihr selber eine Antwort bekommen wollt, wenn ihr was fragt, dann seid ihr schon mal ganz gut unterwegs. Frage dich, mit welcher Motivation nach dir gesucht werden könnte und entwickle die Contents entsprechend dafür. Das Verrückte ist, auch das ist nicht so bekannt, aber auch Videos, auch wenn sie gar nicht auf Voice ausgespielt werden können, werden in der Suche tatsächlich belohnt, also im Rank dann, weil man merkt, dass jemand sozusagen offensichtlich mit der richtigen Intention, Intent ist ein großes Wort im Voice-Marketing, an der ganzen Sache dran war. Dann, sehr banal, auch das nicht neu, aber in der Voice-Ära eben noch wichtiger, stelle sicher, dass deine Seite sehr schnell lädt. Und ich meine wirklich schnell lädt, denn man wartet nicht gerne auf eine Antwort. Wenn man einen Dialog in Realtime führen will, dann ist diese berühmte Sekunde oder vielleicht sogar noch mehr, die es dann manchmal braucht, einfach extrem enervierend, weil man auch keine Info hat. Also man kriegt ja nicht irgendwie optisch angezeigt, das Rädchen dreht sich, da sucht noch irgendwas, sondern man wartet förmlich auf eine Antwort und kriegt sie eben erstmal nicht. Insofern ist Speed essentiell, um eine natürliche Dialogfähigkeit herzustellen. So. Und es macht Bing. Ja, wir haben alle fast schon Bing vergessen. Also zumindest in Mitteleuropa ist es ja so, dass wir bei der mobilen Suche eine nicht nur Dominanz von Google haben, sondern ich meine, die letzten Zahlen waren bei ungefähr 97% der mobilen Suche geht auf Google. Das ist schon grandios. Ist aber jetzt doch auch ein wenig anders und auch da kommt Google ein wenig unter Druck, denn Alexa und Cortana nutzen Bing. Das heißt, die Auskünfte, also Alexa ist ja nun nicht gerade klein im Voice-Marketing
Und da ist man eben alleine mit der Google-Suche dann nicht so richtig bedient, sondern man muss da wirklich an Bing denken. Und in Amerika hat erkennbar Bing dadurch schon Zuwächse bzw. eine andere Relevanz bekommen. Ist auch wichtig, weil eben die Fokussierung hierzulande Bereich Suche immer noch stark auf Google fokussiert ist. Das kann übrigens auch so ein kleiner, Entschuldige, Christian, möchte ich kurz ja. Aber das kann auch sowieso ein kleiner Hack sein, tatsächlich, um das hier jetzt mal miteinander zu verweben kurz. Ja. Ja, Bing hat hier in Deutschland nur einen Marktanteil von unter 5% tatsächlich. Aber das heißt für euch auch, dort tun sich in der Regel deutlich weniger Wettbewerber. Und unter Umständen kann es sich mal lohnen, hier auch eine Anzeigenkampagne zu schalten. Ja. Klar ist die Nachfrage nicht so hoch, aber die Preise, die ihr bezahlt pro Klick oder pro, ich weiß gar nicht, Christian, was sagt man denn da im Voice Search, pro Aufruf? Aufruf, ja, tatsächlich. Aufruf, ja, okay. Ja. Die könnten dann geringer sein. Also das heißt auch gerne mal Bing einfach mal testen, auch wenn es uncool ist. Genau. So, das war jetzt der kleine Microsoft-Werbeblock. Keine Sorge, wir haben die anderen auch noch ordentlich dabei. Ein wichtiger Aspekt und Thomas immer gerne sowas reingrätschen. Ich komme eh nicht aus dem Konzept, weil ich die Folien Gott sei Dank kenne. Also ich lasse nicht schreiben. Ich bastle sie wirklich noch selber. Ein weiter wichtiger Aspekt, und den können wir wirklich hier nur ankratzen, aber ich glaube, das gibt euch nochmal wirklich einen guten Eindruck über die Zukunftspotenziale des Themas, ist Voice Analysis oder Voice Recognition. Bisher weiß die Suche natürlich überhaupt nicht, in welcher Verfassung du bist oder mit welcher Intention du irgendwas eintippst. Weil Text ist Text ist Text und kann nicht interpretiert werden. Außer man verbindet es natürlich mit deinem Profil und deiner Vorsuche. Klar, das ist dann eine andere Geschichte. Aber da hat Voice natürlich nochmal eine ganz neue Dimension. Du kannst nämlich aus Voice, und das ist teilweise, ich gebe es zu, schon creepy, was da alles möglich ist, aus Voice unglaublich viel rauslesen. Also da gibt es ja in der Kriminalistik ein eigenes Fachgebiet, also Stimmforensik nennt sich die, und die kannst du im Prinzip, und die wird auch schon angewandt im Bereich Marketing. Übrigens die großen Player, die wir ja die ganze Zeit hier behandeln, die haben alle die letzten Jahre alles an Voice Recognition Startups weggekauft, was halbwegs vernünftig war. Also das ist einer der Märkte, wenn man da wirklich was kann und hat. Unique ist man da sofort im Zielvisier von Amazon und Google und im Zweifel auch von Apple. Ganz spannende Entwicklung. Also ihr könnt euch vorstellen, man kann auslesen, ob jemand hektisch unterwegs ist. Also ob er hektisch fragt, ob er in Ruhe fragt, ob er ja sogar krank ist, wenn er fragt. Also nicht nur Heiserkeit wird gemessen. Es gibt tatsächlich, ist kein Witz, ich habe das neulich in einem Artikel auch veröffentlicht, es gibt zwei große Studien von sehr renommierten Instituten aus England und USA, die nahelegen, dass man sogar Corona, und zwar an der Atemlosigkeit dessen, wie du sprichst, einen Corona-Verdacht sozusagen messen kann. Also das geht schon wirklich sehr weit, ist wie gesagt teilweise creepy, weil wir das gar nicht so auf dem Schirm haben. Also wir reden alle immer über Bildanalyse und so weiter, aber Voice-Analyse ist auch nicht zu unterschätzen und wird eben dann die spezifische Antwort vorgeben, die dir das System gibt, wenn es eben merkt, du bist total gestresst, hektisch unterwegs und brauchst jetzt eine schnelle Antwort, dann wird es unter Umständen anders reagieren in Zukunft, als es, also nochmal, wir reden nicht von Ist-Zustand, sondern wo geht die Reise hin? Beim Ist-Zustand, da komme ich nachher nochmal drauf, sind wir noch nicht so weit, aber das wird eben alles sukzessive eingearbeitet und ist kein Science-Fiction, sondern ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir das in den nächsten 5 Jahren alles mehr oder weniger deutlich spüren werden und bekommen werden. So, dann mal ein kurzer Ausritt in das Thema Voice Commerce. Dialog bis die Kasse klingelt, kaufen auf Kommando. Ja, wir kommen aus dem Textbereich, das merkt man an den Folien, lässt sich nicht verhehlen. Das sind auch hier wieder mal Folien, die oder Prognosen, die in dem Fall von Morgan Stanley, also durchaus jemand, der sich mit Geld auskennt, die sich damit beschäftigen. Und ihr seht, auch da wird eine große Zukunft vorhergesagt. Und selbst wenn die nur zur Hälfte eintreten sollte bis 2026,
ist das ein enormes Volumen, was da bewegt wird. Ja, wir haben noch einige Themen zu lösen in der Transaktion und es ist nicht banal, aber bisher ist eben noch alles gelöst worden. Wenn ihr an die Anfänge von E-Commerce denkt und dass viele Leute erst jetzt online bestellt haben, online bestellen gelernt haben in der Corona-Krise, war erst kürzlich ein Artikel, wo du dann denkst, Junge, was haben die all die Jahre gemacht? Deswegen glaube ich, dass, wie gesagt, hier das Potenzial, selbst wenn es nur zur Hälfte eintreten sollte, sehr enorm ist und trotzdem eben eintreten wird, weil vieles dafür spricht. Corona hat übrigens auch Voice massiv geholfen. Darum ging es in meinem Artikel, den ich vorhin zitiert habe. Wer ihn lesen möchte, muss bei der W&V online gucken. Drei ganz kurze Beispiele oder zwei, ich weiß es jetzt nicht auswendig, normalerweise wie immer drei. Starbucks Reorder in den USA kannst du also per Alexa Kaffee bestellen, wenn du die App entsprechend eingerichtet hast und schon mal bestellt hattest. Deshalb Reorder und dann direkt in der Filiale abholen. Das ist auch in Corona-Zeiten, glaube ich, nicht uninteressant, weil man dann eben Queuing vermeidet, Schlange stehen und dieses lange Geschwätz da, weil ich ja 15 Faktoren habe, die ich mit dem Kaffee verbinden muss bei Starbucks und die kann ich mir dann alle über eine Reorder sparen. Sage ich einfach, bestelle den gleichen Kram wie gestern und dann weiß das System, was es zu tun hat und ich hole es mir einfach dann an der Ausgabe ab. Da steht schon Thomas drauf, wahrscheinlich mit H, weil sie es nicht blicken. Aber ja, so ist das. Ein völlig schräges und aus meiner Sicht auch aus der Abteilung Dinge, die die Welt nicht braucht, ich sage es ganz offen, ist die Kooperation zwischen Apple und Nike. Da kannst du per Sprache deine Schnürsenkel schnüren, nicht lachen. Ist wirklich auch kein Fake. Könnt ihr auch gucken. Den Schuh gibt's. Ist natürlich bei den Kids abgegangen wie nichts Gutes. Sneakers, die auch noch denken können oder irgendwas machen können, das war natürlich dann ganz Rocket Science. Und wenn ich in meine Apple Watch rein spreche, dass die Shoelaces geschlossen werden sollen oder geöffnet, dann ist es natürlich aus Zurück in die Zukunft mindestens das Hoverboard. Also ich habe nur zwei Beispiele, aber es gibt wirklich zahllose schon. Und nochmal, das ist von total cool bis total Käse, ist halt, wir sind in dieser ersten App-Welle drin. Ihr kennt euch alle noch aus, wie es losging mit den Apps. Da war auch die Hälfte totaler Schrott oder ziemlich, ziemlich an Hahn herbeigezogen. Und genau das immer mit Skills und Actions. Unglaublicher Mist. Deshalb die Menge an Skills, die da von Alexa, von Amazon promotet werden. Da geht es natürlich um schiere Marktdominanz. Aber ich würde sagen, fast ein Drittel ist barer Unsinn oder zumindest aus User-Sicht nicht wirklich zu Ende gedacht. Dennoch die große Frage, die ja alle Leute, die sich mit Marken beschäftigen, bewegt, wie wählt Alexa eigentlich Marken aus? Und nochmal, für Bezos ist es ein strategisches Invest, weil er weiß, dass er den Commerce damit auf ein anderes Level bringt. Die Kriterien sind Bestellhistorie, also die wissen ja natürlich, was du in der Vergangenheit denn so normalerweise aus dem Segment bestellt hast. Ein zweites Kriterium ist eine Preiseinordnung, also du wirst quasi eingeordnet auf eine bestimmte auf ein Preislevel. Wenn du da massiv nach oben oder nach unten ausbrichst, wird es auch mal registriert. Aber normalerweise sagt man, ja, der bestellt zum Mitpreis. Der bestellt nicht das Billigste, aber auch nicht das Teuerste und so ordnen wir den ein. Dann ist natürlich super schlau Verbindung zum Data Warehouse, die Verfügbarkeit. Also Alexa ist schon so schlau, dass sie nicht irgendwas empfiehlt, was nachher gar nicht bestellbar wäre oder nicht verfügbar im Lager. Dann der Prime-Status, also auch der spielt eine Rolle in der Empfehlung. Und natürlich, ganz wichtig, die Reihenfolge war jetzt unter Umständen zu diskutieren, auch die Frage, wie ist denn der Status des spezifischen Produktes bei Amazon Choice? Und da kommen wir jetzt zu einer ganz wichtigen Sache. Wenn ihr euch wundert, warum es dieses Badge gibt, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dieser Amazon-Zukunftsstrategie, nämlich dir quasi sehr einfach den Commerce auf Amazon zu ermöglichen. Also ich spreche da gerne von Unconscious Commerce, also dass du eigentlich gar nicht mehr groß nachdenken musst, um zum Bestellvorgang zu kommen, sondern dass alles mehr oder weniger, ich sag mal, teilautomatisiert oder sehr selbstverständlich läuft und du dich später eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigen willst, was du da eigentlich bestellt hast. Hauptsache es ist da und erfüllt seinen Zweck. Dass das für Marken ein sehr, sehr
interessantes und heikles und spannendes Feld sein wird, glaube ich, erklärt sich von selber. Komme ich aber nochmal dazu. Fazit ist hier, highly rated, well-priced products available to ship immediately. Das ist eigentlich die Formel, nach der Amazon empfiehlt. Auf Voice-Basis. Also Alexa in dem Fall. Google, ganz kurz, tut sich natürlich insgesamt gegen diese unglaubliche Dominanz, die im Sales-Bereich, also im Commerce-Bereich von Amazon da an Tag gelegt wird, tut sich da durchaus schwer, hat aber mit Google Express zumindest vor Corona nochmal versucht, da ein Gegenmodell aufzubauen. Also analysiert die Relevanz der Express-Händler für die Kaufanfrage, dann ebenfalls die Kaufhistorieninformation über die Nutzerpräferenzen, also auch Google hat da natürlich Daten und entsprechende Möglichkeiten, sowie die Verfügbarkeit und Entfernung des Artikels. Das ist so ein bisschen in between. Also Alibaba macht es noch mehr anhand dessen, was in der Umgebung des Nutzers zu bekommen ist. Ihr wisst, Alibaba ist komplett dezentral, liefert also quasi wirklich über den Imbiss um die Ecke aus, um erst gar nicht den Verdacht aufzukommen zu lassen, dass es so ein Gigant ist. Die sind im Zweifel der größere Gigant, aber sie machen es dezentral und damit grundsympathisch, totales Gegenmodell zu Amazon, wo alles zentralisiert ist. Ich will jetzt aber nicht über China reden, sondern noch bei uns. Google wird es vielleicht bei uns nicht so durchziehen. Ist trotzdem ein spannendes Modell. Also wenn du bei Google quasi Voice Search betreibst, dann hast du ja den Google Shopping Funnel, der da im Hintergrund abläuft von Low Intent, Mid Intent zu High Intent. Und dann wird es eben tatsächlich über derzeit in Amerika über Target und Walmart im Wesentlichen gesteuert und über Uber oder Google Express, die haben also auch eigene Fahrzeuge, die ausliefern, zum Konsumenten gebracht. Ihr seht, das geht dort wirklich in eine Allianz. Also während Amazon alles komplett in der eigenen Hand hält und im Prinzip ja auch als letzten Schritt die Produkte selber machen lässt, Stichwort Marke, Markenführung, AD, hat Google da durchaus einen anderen Angang und ist nicht ganz so markenfeindlich unterwegs, sondern baut mit über Target und Walmart eine eigene Strecke auf. Ist hierzulande, lustigerweise, das Chart habe ich auch bauen müssen, nicht gefunden, total unbekannt oder weitgehend unbekannt, ist aber tatsächlich der Weg, der dort beschritten wurde. Wie gesagt, prozentual gegen Amazon wahrscheinlich fast aussichtslos, aber der Versuch ist noch da, sich dem Giganten da entgegenzustellen. Worte machen den Unterschied. Wir wollten ja eigentlich über Worte reden, auch ja, unsere Domain. Ganz kurz, ja. Wenn ich mich einhaken darf, ganz kurz. Zwei Sachen nebenbei. Also A, alles, was Christian so nebenbei erwähnt, Artikel und so weiter. Ich versuche das mitzubekommen und euch dann die Links in den Shownotes zu schreiben, also hier jetzt im Chat. Wenn ihr die Aufzeichnung hiervon seht, dann werde ich es aber auch irgendwo da drunter packen. Und ich habe jetzt auch hier im Chat ein Google-Dokument verlinkt, auf dem ihr euch gerne eintragen könnt, wenn ihr Kontakt haben wollt mit den anderen Teilnehmern. Einfach kurz mit LinkedIn oder Ähnlichem. Und vielleicht finden sich ja ein paar Leute, die sich hier gegenseitig helfen können. Genau. Ich kann Christians Vortrag machen. Aber gerne dann gleich im Anschluss. Genau, also die Fachpresse sieht den Bezug zu dem, was wir tun. Also nochmal, wir sind sozusagen Content-Provider. Wir kommen nicht aus dem Voice-Marketing, Technologie, Skills-Programme und so weiter. Da haben wir unsere Leute, die das für uns tun, also unsere Kooperationspartner. Wir kommen aus dem Markendialogbereich, also das ist unsere Domain. Corporate Language ist analog zu Brand Language zu verstehen. Einmal ist es mehr Unternehmen, einmal ist es mehr Marke. Das hängt ein bisschen vom Absender ab. Aber die Fachpresse sieht eben den Bezug und sagt, Alexa, Siri und Co. sorgen dafür, dass sie immer mehr Marken über ihre Sprache Gedanken machen. Das hat uns natürlich gefreut. Wir waren dem Artikel auch erwähnt, denn unser Prinzip, nach dem wir arbeiten, ist eine CI, ist erst komplett, wenn eben auch die Sprache dahinter liegt und das Ganze sozusagen insgesamt als Marke erfassbar wird. Also nicht nur durch Design, nicht nur durch Verhalten, sondern eben auch durch die spezifische sprachliche Dimension. 50%, da gibt es von uns tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die wir mit der Uni München seinerzeit gemacht hatten. Etwa 50% des Markenerlebens ist sprachbasiert. Entweder direkt oder indirekt. Und deshalb sagen wir, jeder schriftliche oder mündliche Text muss die Markenwerte erlebbar machen, extern wie intern, offline wie online, konsistent, wiedererkennbar, einzigartig. So, jetzt ganz schnell für euch nochmal, was ist Corporate Language im Kern?
nochmal auch Brand Language analog. Es prägt die Marke, es hilft unterschiedliche Zielgruppen mit der richtigen Sprache direkt anzusprechen. Es ist wichtig, um eine wiedererkennbare Persönlichkeit, eine Durchgängigkeit, ein merkfähiges Bild, auch wenn das Wort Bild in dem Fall natürlich schräg ist, zu erstellen. Und last but not least auch eine Wiedererkennbarkeit in allen Kommunikationsmitteln. Also dass eben sich das wirklich durch alle Kommunikationsmittel zieht. Für uns dann wiederum im Voice-Marketing natürlich die Herausforderung, dass es da zusätzlich ja keine weiteren Informationselemente gibt. Das heißt, da ist man auf die sprachliche Dimension zurückgeworfen. Falls Texter wie Gregor an Bord sind, das ist so ein bisschen wie beim guten alten Radiospot, wo man ja auch keine alternative Möglichkeit hat, die Marke zu inszenieren. Da kommt natürlich dann alles, was sich auditiv abbilden lässt, zu voller Qualität und Güte. So, wir haben da eine Pyramide draus aufgebaut, weil wir glauben wirklich, dass die Corporate Language sozusagen die Basis im Voice-Marketing ist. Denn wie spreche ich, welche Werte kommuniziere ich, muss ich ja irgendwann mal festgelegt haben, um alles Weitere tun zu können. Dann kommt natürlich ganz wichtig eine zweite Ebene hinzu. Wenn ich weiß, wie ich spreche, ist noch nicht klar, wie ich klinge. Ist ein großer Unterschied, ob ich das in welcher Tonalität ich das rüberbringe. Deshalb ist auch Soundbranding mit uns eng verwandt. Auch da haben wir Kooperationspartner, mit denen wir eng arbeiten, weil aus dem Wie natürlich eine wichtige Dimension entsteht. Also, was sage ich, wie klinge ich, wie schaffe ich akustische Identität? Dann eben, hatten wir eben schon behandelt, Voice Search, wie findet man mich mit Spracheingabe? Dann ein Bereich, wo wir sehr viel Beratung machen, Voice Product Strategy, also wie integriere ich als Hersteller Voice in Produkte und Services? Darüber muss man in Zukunft sich viel mehr Gedanken machen, dass es eben nicht am Ende einer Kette kommt, sondern eigentlich am Produkt schon angelagert oder an der Dienstleistung schon angelagert ist. Und ich meine nicht nur die Website damit, sondern tatsächlich auch Produkte und Services direkt. Und ultimately, ihr habt die Zahlen gesehen, Voice Commerce, wie verkaufe ich per Stimme? Aber auch natürlich großes Wort, gerade in aller Munde, User Experience oder Customer Experience CX, besteht ja in der Regel aus Framework, Templates, Modulen, Interactions und Content, die da sind oder definiert werden. Und es mündet dann in die User, in das User Interface. Und es besteht halt ganz oft oder macht man sich wahnsinnig Gedanken über Farbauswahl, Fonts und Bildwelten. Aus unserer Sicht noch zu wenig über das LUI oder das QI, also das Conversational User Interface oder das Language User Interface, nämlich Sprache, Tonalität und Stimme. Wie gesagt, Sprache, da Microcopy, da gibt es Themen im UI-Bereich oder UX-Bereich, aber bei Sprache und Tonalität sind wir noch am Anfang. Und wir glauben eben, in all diesen Komponenten drückt sich am Ende die Haltung der Marke aus und deshalb sind sie wichtig und freuen uns eben, wenn wir das Thema LUI, was noch kaum jemand richtig im Munde führt, wenn wir das sozusagen beleben können. Die W&V sagt auch, damit Conversational User Interfaces ihr Potenzial entfalten können, brauchen sie eine zur Marke passende Persönlichkeit mit spezifischen Charakterzügen und Verhaltensweisen. Exakt unser Thema. Das gilt übrigens natürlich analog auch für Chatbots, also nicht nur für Gesprochenes. Der Thijs Godin sagt dazu, people do not buy goods and services, they buy relation stories and magic. Und das ist natürlich alles wortbasiert. Im Markenkern über Worte entsteht mit einer unverwechselbaren Sprache eigentlich der Mehrwert, der kommuniziert werden kann und damit die Marke prägt. Ich zeige euch mal gleich Beispiel dazu aus dem Bereich One-Word-Capital, so nennen wir das. Also wenn du mit einem Wort eigentlich eine Marke klar definieren kannst, dann hast du viel geschafft. Also früher war das Marlboro mit Freiheit. Ich glaube, ihr kennt das alle noch, aber es gibt ja auch noch andere. Machen wir mal die Übung mit BMW mal eben. BMW basiert auf Freude. Das wird auch in den meisten Exekutionen und Umsetzungen in der Bildwelt dann so umgesetzt. Nehmen wir mal ein anderes, Nivea, nah. Wer rät, Pflege, kommt mal drauf, sehr nah, sehr menschlich. Bei Hornbach, welches Wort fällt euch dazu ein? Da wird es vielleicht einen Tacken schwieriger, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das Wort Projekt dort eine Riesenrolle spielt und übrigens von denen auch besetzt wird. Es wird wahnsinnig schwer sein für andere in dem hochkompetitiven Feld das Wort zu prägen. Wir haben selber einen Case.
Ich gebe zu, der ist B2B, der ist jetzt nicht ganz so konsumig wie die anderen. Wir haben Ordnung für einen Kunden geclaimed. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil es hat dazu geführt, dass der von ziemlich kleinen Zahlen zu einer Marktführerschaft gekommen ist. Das war nämlich Lexware. Also Lexware steht für Ordnung und zumindest in der Buchhaltung oder im Bereich Finanzwesen. Und das ist uns gut gelungen. So, die Do's fürs Marketing daraus. Sprache ernst nehmen. Ballons zum Visuellen herstellen. Das zweite ist Audio-Hörring. Ihr habt gesehen, Audio spielt auch eine große Rolle, also Soundbranding etc. Vielleicht mal ein Audit durchführen, auch das machen wir. Eine eigene Corporate- oder Brand-Language aufbauen, das ist ganz wichtig. Die zentrale Begriffe besetzen und womöglich schützen und sei es nur durch Gebrauch. Also wenn man eben lange über viele Jahre Projekt als Thema besetzt, dann ist es weg. Egal, ob man es schützen kann, kann man nicht übrigens rechtlich. Klar, andere Begriffe eventuell schon. Eine Voice-Strategie entwickeln insgesamt. Also wo geht man mit einer Marke hin? Voice Search sehr ernst nehmen. Ihr habt gemerkt, das ist die erste große Veränderung. Also sozusagen die erste Welle, darf man heute nicht sagen in Corona-Zeiten, aber das wird so sein. Dann eine User Journey auf Voice-Audio-relevante Punkte untersuchen. Also wo kann man da gezielt mit Voice-Audio reingehen in die bestehende User Journey oder muss man sie eventuell modifizieren? Dann achter Punkt, Sprache als wichtiger Teil der Customer Experience verstehen. Da hatte ich vorhin ja das Modell gezeigt. Voice-Optionen für eigene Produkte und Services prüfen und implementieren und die Ohren offen halten. Das Thema ist sehr dynamisch und erfordert Mut. So, jetzt hätte ich noch drei Prognosen. Thomas, haben wir noch die Zeit? Also ich gehe die wirklich schnell durch. Das ist auch total leicht zu erfassen, weil die sind wirklich... Alles gut, wir sind gespannt. Ja, also Prognose 1, es gibt ein Leben neben Alexa, also die zwei Giganten stehen wirklich momentan sehr monolithisch nebeneinander. Siri hat jetzt Gas gegeben in der letzten Developer-Conference, habt ihr vielleicht gesehen, dass die erkannt haben, dass Siri leider wirklich hinten lag und manche sagen, dumm wie Brot war, aber ob die rankommen, weiß ich nicht. Apple ist da im Moment nicht so richtig durchschaubar, wo ihre Reise dahin führt. Also, es gibt neben Alexa, wir glauben, dass das Voice-Angebot, nicht nur wir, sondern in dem Fall ist es auch VoiceBot, dass sich das Angebot aufteilen wird, je nachdem, welche bestimmten Aufgaben da erfüllt werden müssen. Also bei General Purpose wird es nur die großen geben, aber in der Nische eben ist und bei Owned, bei BMW zum Beispiel, macht mit Connected Drive da auch entsprechende Schritte oder hat es gemacht, halbherzig, weil die müssen jetzt auch auf die Großen eingehen. Die Frage ist wirklich, wer da sich durchsetzen wird. Aber ich habe einen berühmten Fürsprecher, der muss es vielleicht auch sagen, auch Jeff sagt, you may not ask the same AI for everything. Also es kann auch eine weitere Nebelkerze sein von dem guten Kameraden, weil wie gesagt, die Weltherrschaft, die hat er da definitiv im Auge. Zweite Prognose von dreien, welcome to the age of agents. Das ist nochmal, was ich vorhin angesprochen habe, ein ganz spannendes Thema. Wir kommen eigentlich von User Interfaces, die wir alle noch so erste Iteration Siri kennen oder eben auch IVR-Systeme, jetzt zu den Assistenten, so wie wir sie jetzt wahrnehmen. Aber wir glauben eben, dass am Horizont schon mit Google Duplex beispielsweise und anderen Systemen, die sich abzeichnen, eigentlich der Voice-Agent dann die nächste Iterationsstufe sein wird. Also der Assistent ist noch nicht ausgewachsen, der muss noch 5 Jahre reifen und dann sind wir wahrscheinlich beim Agenten, der dann voll dialogfähig ist und dir wirklich Arbeit abnehmen wird. Wie gesagt, wenn ihr den Film nicht kennt, Google Duplex ist schon mal quasi rausgerutscht. Es hat vor 2 Jahren große Welle gemacht. War das dieser Anruf beim genau, Restaurant? Genau, exakt, richtig, ja, das korrekt. Da gab es für einige schon richtig Gänsehautmomente. Da gibt es mittlerweile auch noch andere Beispiele, nicht zwingend auf dem Niveau, aber immer wieder rutscht mal sowas raus. Wir glauben halt, dass dieses Agententhema, das wird the new intermediate. Und das ist natürlich im Marketing jetzt eigentlich fast die wichtigste Folie, denn wir kommen aus dieser Kundenbeziehung, die ja über den Handel letztendlich, also ich wirke auf den Kunden ein mit Marketing oder spätestens am POS im Handel wirke ich auf ihn ein, der dann dazu führt, dass dann eben eine Wahl für eine Marke getroffen wird. Und der wird eigentlich durch diesen Intermediate-Prozess massivst beeinträchtigt. Also ich habe weiter den Kunden, nämlich uns alle, der setzt jetzt aber, weil es ihm zu blöd ist, beim Rewe an der Kasse zu stehen, den Agenten sozusagen in Gang, der Agent
agiert für ihn mit dem Wissen auch, in welchem Rahmen er sich bewegen soll und was sein Herrchen so gerne hat und mag, und geht dann eben in Richtung Commerce, in Richtung Handel und wählt dann nach welchen Kriterien auch immer. Das ist ja die große Frage, weil wie kann ich Werbung für Roboter machen? Also wie kriege ich den Agenten dazu, mit den gleichen Dingen sozusagen manipulierbar zu werden, wie es vielleicht für den Enduser bisher üblich war oder beeinflusst, um nicht das hässliche Wort manipuliert zu sagen. Also das ist im Marketing noch eine total offene, spannende Frage, die ich auch nur hier anreißen kann, aber für die wir auch noch keine Antwort haben, weil den Agenten als solchen es ja noch nicht wirklich gibt. Nur nochmal, 5 years from now werden wir vor genau diesen Aufgaben stehen. Wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken, damit wir dann für Marken auch die Antworten haben. Auch das sagt nicht nur ich, sondern ein weiterer schlauer Mann, der, siehst du, Microsoft, da ist er wieder, der Nadella, der auch sagt, dass es eben genau diese Agenten geben wird und die direkt dann als für die Marke eben mit den entsprechenden Customers Konversation betreiben werden. So, und dann noch eine letzte: Bildsprache gewinnt, das wirklich schnell. Das Konzept heißt Voice Plus. Wir beobachten, und nicht nur wir, das ist allgemein, dass es halt doch nicht ganz ohne visuelle Hilfe aufgeht oder ausgeht. Manchmal schafft man es, aber manchmal auch nicht. Deshalb hat Amazon längst schon den Echo Show und Echo Spot entwickelt. Produkt, was in Europa weitgehend unbekannt ist, in Amerika aber auch schon auf dem Markt. Portal von Facebook, was auch Voice-basiert ist, übrigens mit Alexa funktioniert. Also Facebook hat ambitioniert angefangen und dann aufgegeben, hat sich Alexa schon gebeugt. Auch ein Indiz dafür, dass wenn einer der GAFAs aufgibt, dass Alexa wirklich ein langfristiges Thema sein wird. Es gibt den Google Nest Hub und Samsung Bixby, übrigens auch da. Samsung macht wohl gerade auch die Grätsche bei Bixby und schert ins Lager des Duopols ein. Das sind Beweise oder Hinweise, dass es nicht ganz ohne Optik geht. Und damit wäre ich am Ende und freue mich auf Fragen. Das heißt, einen habe ich noch, kleine Werbung. Die Buchmesse findet ja statt im Oktober in Frankfurt und da wird unser neues Standardwerk zum Thema erscheinen. Übrigens auch mit einem hohen Digitalanteil. Wer da Interesse hat, gerne jederzeit dann im Hermann Schmidt Verlag zuschlagen. So, ja. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich über Fragen, solange wir noch Zeit haben. Ja, wow, Christian. Vielen, vielen Dank. Ich bereue es gerade, dass wir nur einen Termin für dieses Thema gemacht haben und nicht zwei oder drei. Ja, es ist komplex, in der Tat. War die ganze Zeit, ich muss mich total zurückhalten, dazwischen die Fragen zu stellen, weil ich sehe zum einen unheimlich viele Punkte tatsächlich, die ähnlich sind im Growth Marketing, weil, wie du sagst, die ganze Customer Journey und Versuche nach, nicht nur nach den Standardgeschichten, sondern auch danach, wie kann ich denn jetzt mit Voice, mit Sprache die Leute abholen? Wo sind denn da wirklich Fragen im wortwörtlichen Sinne, die ich beantworten muss? Ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe aber eine wichtige, die ist, glaube ich, für alle anderen auch ganz wichtig. Und die hast du noch nicht so ganz beantwortet. Okay. Wer, im Sinne von welche Branchen, welche Marken, ja, welche Art von Unternehmen, sollte sich jetzt und sofort ganz dringend mit dem Thema Voice Marketing und Voice Search auseinandersetzen? Also wer am meisten angegriffen wird von Alexa, und ich habe das ja so ein bisschen, also nochmal, ich will nicht so als Amazon-Feind jetzt hier erscheinen. Das ist ja, es ist ja nicht die Intention, dass ich das Ganze verteufle, sondern ich muss ja umgekehrt, das ist ja auch der Kern deiner Frage, aus Markensicht denken. Und da ist halt die Gefahr zumindest, dass die Produkte, die ja jetzt schon white-labeled von Prime entsprechend in die Welt gesetzt werden, mittellangfristig die Marken sozusagen aus dem Regal drängen, weil wir müssen uns vor Augen führen, und die präzise Antwort, Thomas, auf deine Frage ist FMCG, Fast Moving Consumer Goods, die sind am meisten erstmal unter Feuer, weil die ja davon leben, dass ich vor dem Regal aus einer großen Auswahl eine Entscheidung treffe. In dem Moment, wo das Regal weg, genau, in dem Moment, wo das Regal weg ist, für mich virtuell, und in dem Moment, wo ich möglicherweise eben auch noch einen Agenten schicke oder mir das Leben über einen Assistenten einfach mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einer Empfehlung folge, die für mich jemand anders trifft, in dem Fall der Mittler, also Amazon, die ist riesengroß. Und damit spielt die Marke, die klassische Markenführung, eigentlich keine Rolle mehr. Und deshalb rein aus der Markenbetrachtungsebene
ist FMCG unter großem Druck. Und ich glaube, dass einige große Hersteller die nächsten Jahre sich sehr gut überlegen werden, ob und in welchem Umfang sie sich überhaupt bei Amazon bewegen, also eine Art Gegenoption aufbauen, und wie der stationäre Handel sich da dagegen verhält. Ja. Weil der hat ja auch keine eigenen Agenten, der hat kein, also Agenten jetzt im übertragenen Sinne, die sind ja in dem baut da auch oder? Auf, baut da auch auf. Du könntest zum Beispiel den Schritt von Rewe durchaus in die Richtung interpretieren. Dort kannst du ja auch, könntest du auch schon voice-basiert Bestellung aufgeben und dann dir bringen lassen. Also das ist eigentlich das, was so ein bisschen das Google-Prinzip mit Target und Walmart, das versuchen die auch zu internalisieren. Also die sehen das natürlich auch als konkretes Problem. Aber als eigene Brand oder auch mit einem der großen als? Nee, die machen es tatsächlich als eigene Brand. Also wenn du in Frankfurt mal abends aufmerksam guckst, oder in Corona-Zeiten war es sehr auffällig, wie viel da ausgeliefert wurde mit Rewe-Wagen. Direkt nach Hause. Das war schon signifikant. Aber grundsätzlich ist das Thema für alle relevant. Natürlich in unterschiedlicher Dosis, aber wir haben beispielsweise auch festgestellt, dass es für Reiseveranstalter interessant ist oder für Versicherungen. Und also es gibt keine Branche, die das sagen kann, nee, das tangiert uns gar nicht. Also weil dafür wird einfach, glaube ich, diese Voice Nutzung zu allgegenwärtig sein, wenn du halt deine Wohnung oder dein Auto oder bestimmte Funktionen davon über Voice steuerst, dann wirst du irgendwann auch andere Dinge einfach natürlich damit tun. Aber primär schon B2C-lastig. Es ist sicherlich ein B2C-Punkt, aber es gibt auch sehr gute Cases, weil wir sind ja tendenziell auch eine B2B-Agentur aus dem B2B-Bereich. Denk mal zum Beispiel an Routinebestellvorgänge in Firmen, die du natürlich, also wenn beispielsweise eine Maschine merkt, oh, mein Material, mit dem ich irgendwas produziere, geht mir aus, dann kann es eine Bestellung, klar, da brauche ich keine Stimme zwingend dazu, aber kann es einen Bestellvorgang, also IoT natürlich, ist das Thema, inwiefern dann Stimme dazu notwendig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, an manchen Stellen ist es so, dass es dann auch rückmeldet, beispielsweise einem Nutzer in der Produktion, dass jetzt das und das erreicht ist und damit eine Stimmkoppelung sozusagen stattfindet. Ja, wow. Hier im Chat gibt es schon Leute, die sagen, ganz super geil, toller Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Ich schalte euch auch gerne mit per Ton und Video dazu, wenn ihr das mögt. Oder einfach per Chat schreiben, dann lese ich es natürlich auch gerne vor. Was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, ist das Thema Markenkernwort. Ja. So etwas zu finden. Gibt es da eine Methode oder Tipps zumindest, wie man zu diesem Markenkernwort kommen kann? Ja, also es gibt natürlich erstmal unglaublich tiefe Untersuchungen von den Marken selbst, wo man dann sehr klar hinterfragen kann, welche Worte oder welche Begrifflichkeiten eignen sich überhaupt dafür, welche sind schon geprägt von der Marke, vielleicht auch schon vorkonditioniert. Im Prinzip ist die banale Antwort aber vor allen Dingen lange dabei bleiben und konsequent besetzen. Also so wirst du auch einen Gattungsbegriff, also auch wenn es vielleicht nicht mehr so zutrifft, wie es mal war, aber Tempo hatte ja mal diesen Status als Papiertaschentuch, ist jetzt zugegebenermaßen vielleicht nicht mehr ganz so der Fall, aber ist eben auch leider nicht mehr der Fall, weil es vermutlich in Zukunft so sein wird, dass Tempo, also die früheren Tempo-Taschentücher, ein generisches Produkt werden, weil sie eben keinen großen Differenziator haben, sich wahnsinnig dafür eignen. Übrigens bei Batterien soll das Duracell schon passiert sein, dass sie so unter Druck kamen durch die Amazon Basic Batterien, die eben für den Normalverwender keinen Unterschied machen und halt deutlich günstiger sind, weil die ganze Marketingkosten wegfallen, Lagerhaltung wegfällt, Distribution im Handel wegfällt und. Und damit angeblich habe ich leider die Zahlen nicht verifiziert, aber ich hörte, dass Duracell mittlerweile sozusagen die Amazon Basic Batterien bauen muss, um die Fabrik weiter auslasten zu können. Also es ist eine Art von freundlicher Übernahme, die sie sich sicherlich gerne gespart hätten.
Hier kommen Fragen rein, so sehr allgemeine wie auch sehr spezielle. Zuerst hatte Eike gefragt, wie stellst du dir die Zukunft von Voice Plus vor? Ja, also ich denke, dass Voice ja nicht verschwinden wird, sondern dass man dann clevere Wege finden wird, wie Wort und Bild sozusagen noch stärker interagieren. Also das kann man sich so vorstellen wie Slideshows, die auf Sprache reagieren würden. Also dass ich dann quasi mit dem Ton oder mit der Stimme auch Dinge steuern kann. Also das ist tatsächlich noch was, wo es keine Konventionen derzeit gibt. Also wenn man sagen würde, swipe doch mal nach rechts, ja, dann passiert heutzutage noch nichts, ob das Wort swipe aber das Richtige wäre als Voice-Befehl, um das Swipen auszulösen, ist eben genau noch eine der ungelegten oder ungelösten Fragen, mit denen wir uns im Voice-UX-Bereich in den nächsten Jahren oder im Wui-Lui-Bereich in den nächsten Jahren tatsächlich beschäftigen müssen. Es müssen sich dort auch Konventionen ausbilden. Up-Down wird wahrscheinlich eine bleiben, weil das ist schnell gesprochen und einfach ob Swipe Left, Swipe Rechts so richtig, vielleicht ist es S und S, ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit Gestensteuerung, wenn du dir auch Interfaces von aktuellen auch anguckst, auch ein Thema. Ja auch, da kannst Klar. du auch wischen, aber ohne ja. den Bildschirm zu berühren. Ja, und im Zusammenhang mit der Stimme, die ich auch in Autos fit, wird das Thema immer präsenter ja. sein. Ja, also da verweise ich fast auf den Kreis vom Anfang der neuen Interaktionstechnologien. Ich glaube, dass die sogar ganz oft sich verknüpfen und verheiraten werden in einer Art und Weise, wie wir sie uns noch gar nicht vorstellen können. Also ein Hologramm, was spricht, ist ja sehr gut vorstellbar. Und ja. wenn ich mit dem dann interagiere, habe ich es natürlich deutlich leichter als wie mit einer Alexa-Büchse. Ja, weil ich dann auch Mimik ja, sehe und anderes. Ja. Ich will einfach nur den smarten Home-Assistenten haben. David fragt, Achtung, Punkt 3 der To-Dos. Kannst du ein wenig mehr ausführen, wie die Markensprache notiert wird, beziehungsweise verbreitet, kontrolliert und gemanagt wird? Ja. Stichpunkte, ich glaube, es sind Stichpunkte, Autorenunterstützungen, Terminologie, Datenbanken ja. und Ontologien. Ja, das ist wunderbar. Also das trifft tatsächlich absolut den Urkern sozusagen unserer Leistung von Reins Glasen, weil wir genau das tun. Also wir erstellen diese Corporate Language nicht als abstraktes Konstrukt, sondern die mündet immer in sehr konkrete Handlungsanweisungen eigentlich für diejenigen, die sie bestellen. Also ganz, ganz konkret, es gibt ein Manual am Ende, das kann auch sehr interaktiv sein. Also wir haben auch wunderbar kleine Snippets draus gemacht, die man sozusagen täglich sich immer wieder in Folge angucken kann oder durchexerzieren kann, damit Leute die Markensprache auch wirklich lernen. Das ist ja bei großen Firmen, für die wir arbeiten, also da sind ganz große Konzerne wie Siemens dabei gewesen oder Vodafone, aber auch kleine Mittelständler eben. Ist es wichtig, dass das geübt wird? Ja, und die haben auch Content-Autoren, die sich sehr darüber freuen, übrigens auch Agenturen, also Drittagenturen, die sich jedes Mal darüber freuen, weil sie ja von dieser geschmäcklerischen, subjektiven Diskussion erlöst werden, die man oft mit Produktmanagern hat, wenn es dann um irgendwelche Texte geht, wo die sagen, ja, ich finde, der Text schmeckt noch nicht richtig. Oder dann sagst du, ja, was heißt denn, schmeckt noch nicht richtig? Ja, und dann kannst du dich eben mit einer Brand- oder Corporate Language auf was berufen, was dort wirklich auch in übrigens Do's and Don'ts und auch in Best Practices oder Word Clouds, welche Worte verwendet man für welchen Zweck und für wen, dann hinterlegt ist. Also sehr praktisch. Also erinnere mich daran, jetzt gerade während Corona-Zeiten, und in den USA war das, glaube ich, noch schlimmer als hier, dass, oder wenn ihr schaut, welche E-Mails ihr bekommen habt, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, auf einmal welche Firma alle sicher sein wollt, dass ihr wisst, die sind für euch da, die machen einen guten Service ja. und alles geht weiter. Und das ist das gegenteilige Beispiel, finde ich, weil die waren komplett austauschbar. So. In den USA gab es eine ganze Reihe von TV-Spots, die mehr oder weniger identisch sind. Ja. Ich linke gerne mal in den Shownotes. Und ich denke mir, wow, da hat es genau gerade daran gefehlt, dass die Unternehmen ihren Kern nicht richtig, vielleicht hatten sie ihn, aber nicht genutzt haben. Richtig. Ihre Voice. Richtig. Ja, gutes Beispiel, Thomas. Kann ich nur unterstützen. Ja. Hi, darf ich nochmal eine Frage weiter ausgehend zur Marken- und Unternehmenssprache stellen? Ja, gerne. Ja. Und zwar, wir
ich arbeite auch in dem Bereich Terminologie und Unternehmenssprache, aber allerdings gar nicht in dem Bereich Consumer Goods, schon gar nicht Fast Moving Consumer Goods, sondern die Technologieunternehmen. Ja. Ähnlich Siemens, BMW, die du auch vorhin erwähnt hattest. Und da geht es inzwischen, muss ich feststellen, im Trend sogar gar nicht mehr darum, die eigene Unternehmenssprache nur noch zu pflegen, sondern auch die Kundensprache mit aufzunehmen. Ja. Weil die Kundensprache bisher in dieser Phase noch gar nicht mit betrachtet wurde. Ja. Das heißt also, die Normierung der eigenen Sprache, super wichtiger Schritt, aber die Sprache der Kunden sprechen, noch viel wichtiger. Also da geht es dann zum Beispiel darum, dass ich, wenn ich in meinem BMW sitze und die Parkhilfe aktivieren will, dass ich dann halt den Fachterminus, den BMW dafür gebrandet hat, den kenne ich nicht. Ja. Wenn ich das Auto miete bei Avis, Sixt, wie auch immer, und ich möchte aber, dass das Auto diese Aktion durchführt, dann muss dieser Voice Assistant auch mehrere Begriffe aufeinander mappen und damit auch die quasi die eigentlich verbotene Sprache, die das Unternehmen nicht absenden soll, also Sprache als Absendersprache und Sprache als Empfängersprache, die muss trotzdem reibungslos verstanden werden. Nichts schlimmer als ein BMW, der dann sagt, ich habe sie nicht verstanden. Ja. Wir können Parkpilot nicht ausführen. Also, David, das Thema, ja. Erlebst du das auch schon? Oder? Ja, total. Also vielleicht dazu, also zum einen die Firmen, die du nennst oder auch für die du vielleicht tätig bist. Also wir kennen das. Wir arbeiten sehr viel für ingenieursgetriebene Konzerne in Deutschland. Also da ist quasi einfach das, was der Ingenieur entwickelt hat, ist 1:1 durchgereicht worden bis zum Endverbraucher. Und die verstehen natürlich in der Regel nur Bahnhof, weil so niemand mit diesem Ingenieurswissen denkt. So, eine Markensprache darf sich nie gegen den Konsumenten wenden. Also für uns ist das überhaupt kein Widerspruch, sondern wir gehen ja immer dahin und sagen, für wen ist die Sprache eigentlich gemacht? Ist ja nicht dafür da, dass nur intern die Verständigung einfacher wird, sondern die ist vor allen Dingen dazu da eben, dass das Unternehmen am Markt besser verstanden wird oder die Marke überhaupt verstanden wird als solche. Und deswegen ist es für uns überhaupt kein Widerspruch zu sagen, wir denken an den Endverbraucher, an den Konsumenten, an den User. Das ist normal und es findet sozusagen in den ganzen Prozess immer Eingang, weil wir uns genau anschauen, was gibt es für Unterlagen, was gibt es für Persona, was gibt es für Marktforschung über den eigentlichen Anwender, also der das Endprodukt nutzt. Und aus dessen Perspektive wird die Corporate Language entwickelt. Natürlich mit den Werten des Unternehmens. Man darf sich nicht den Fehler machen, dass man sich plötzlich anbietet und gemein macht, weil du musst immer noch als Unternehmen für deine Kernwerte stehen. Aber das ist ja im besten Falle kein Widerspruch, verständlich und vor allen Dingen markenspezifisch nachvollziehbar zu sein für den Nutzer. Ja? Und die Schnittstelle zu treffen, ist die eigentliche Herausforderung bei einer Brand- oder Corporate Language Entwicklung. Ich hoffe, das hat es etwas beantwortet, was du gefragt hast. Also es ist überhaupt kein Widerspruch und ja, wir denken absolut an die Nutzer, total, sonst funktioniert es nicht. Dann bist du quasi still confused, but on a higher level. Ja. Ja, David schreibt, wie der Brite sagt, dass du die Frage beantwortet hast. So, ich glaube, damit haben wir hier. Nein, da haben wir noch eine von Gregor. Christian, du hast etwas von Practice-artiges griffbereit, also etwas, das eure Arbeit konkret aufzeigt, in der Umsetzung ist. das ist ein Riesenproblem. Übrigens schon, Gregor, von der CL-Seite her, seit 2005 leiden wir unter dem Drama, dass wir das nicht in der Regel nicht zeigen dürfen, weil das ist so ein bisschen wie ein inneres Staatsgeheimnis von der Firma. Also die Markenwerte werden vielleicht mal manchmal noch nach draußen gekehrt, aber so operatives, wie gehe ich damit um? Also dass wir ein CL-Manual von der Firma sozusagen veröffentlichen dürften, ich habe es noch nicht erlebt. Also das macht die Sache etwas schwierig. Ich kann dir Beispiele geben, dass wir beispielsweise im Voice-Marketing Firmen beraten und auch dort Produkte entstehen, aber die sind halt oft entweder noch nicht so, dass man sie nach außen darstellen darf, oder sie sind gerade im Entwicklungsstadium, weil wir ja das ganze Thema erst seit anderthalb Jahren, also Voice-Marketing, erst seit anderthalb Jahren ernsthaft durchziehen. Also da ich arbeite dran. Ich werde auch, denke ich, in einem halb, dreiviertel Jahr da deutlich weiter sein. Aber momentan ist es schwierig, da so ein wunderschön Best Practice zu zeigen. Was wir haben, sind
nachweisliche Erfolgswerte. Ich kann abstrakt sagen, wir haben beispielsweise bei einer Versicherung es geschafft, über die, das jetzt klingt jetzt erstmal sehr hammerhart, aber es war so, über die Überarbeitung der Jahresabrechnung, die die Versicherung gemacht hat, die haben wir total umgebaut, also auf Verständlichkeit, auf Klarheit, aber eben auch auf Marken und vor allen Dingen auf Konsumententauglichkeit analysiert. Und dann eben verbessert. Und da war das so, dass der Inbound-Call-In im Callcenter um über 30% zurückging. Also das heißt, wir konnten durch unsere Arbeit quasi 30% des Callcenters zumindest temporär entlasten, vulgo erübrigen, was natürlich dann ein riesen Batzen Geld war, den man dadurch gespart hat, einfach durch eine bessere Kommunikation. Und damit war der Aufwand oder die Kosten, die wir verursacht hatten für unsere Übung, war im Jahr 2 schon gedeckt. Also von daher kriegst du eine Ahnung, in welche Dimension das auch wirtschaftlich praktisch geht. Also das sind, wie gesagt, ich kann jetzt da nicht Namen nennen und auch nicht weiter konkret werden, aber das sind, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das sind prüfbare, belegbare Fakten. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, finde ich, wie man diese Schnittmenge findet zwischen der Stimme des Unternehmens, wenn ich sie denn habe schon, und dem, wie meine Kunden sprechen. Die Frage hatten wir auch dazwischen. Ich erinnere mich, dass die Ergo vor vielen Jahren schon genau ganz stark das auch in den Vordergrund ihrer Kommunikation gestellt hat, dass sie jetzt mehr die Sprache der Kunden sprechen und auch die ganzen Formulare, Antragsformulare, Versicherungsunterlagen so formulieren, dass es für Normalsterbliche lesbar ist. Und das finde ich so wichtig. Das finde ich, also wir reden in der Kommunikation, müsste eigentlich der Kern sein. Genau. Und dass das nicht mehr Unternehmen als Auftrag, als Kernauftrag verstehen, sondern es noch kompliziert machen, von Behörden mal ganz zu schweigen. Das ist mir unbegreiflich. Das ist, Thomas, wenn ich ergänzen darf, insofern unbegreiflich, dass Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt nur darauf basiert, ja, im Grunde. Genau. Ja, also du siehst diese Weisheiten, die zu sprechen, im wortwörtlichen Sinne. Und wenn es denn einen wirtschaftlichen Effizienznachweis bräuchte oder einen Dringlichkeitsnachweis, dann wäre es einfach, schaut euch die Aktienentwicklung an, seit Gründung, und dann reden wir wieder. Und dann gucken wir, legen wir eure nebendran und dann überlegen wir, was die richtig gemacht haben und ihr falsch. Ja. So. Und unser Plädoyer ist nichts anderes, als einfach zu sagen, macht nicht nur bunte Bilder, nochmal, wir sind überhaupt nicht gegen Bilder, nicht falsch verstehen. Screen, Bilder, alles wunderbar, total gut. Nur vernachlässigt nicht die Sprache und eben vor allen Dingen die Verständlichkeit, die Klarheit, die Eindeutigkeit, Markenfit, aber eben auch Konsumentengängigkeit, Nachvollziehbarkeit. Habe ich verstanden, was die mit mir vorhaben, was ich jetzt tun soll? Also all diese Dinge, die don't make me think, ja, dieses Design Thinking Credo, ja, ja. Das ist ja eben nicht nur UX im Sinne von, wo ist der Knopf und wie groß ist er, sondern verdammte Hacke, auch was steht auf dem Knopf drauf? Ja? Ja, und kann ich das, also ein schönes Beispiel auch wieder von Apple, ich muss es einfach kurz sagen, die hatten letztes Mal, ich glaube, das war noch in der Konferenz davor, das war für mich so ein typisches Voice-Aha-Erlebnis, hatten die im Einrichteprozess, im Anmeldeprozess, hat Siri dann, nachdem man seinen Namen gesagt hat, einfach gesagt, oh, that's a nice name. Ja, und ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Das hat einfach noch keiner gemacht. Und ja, jeder blöder User weiß, das wird die Alte bei jedem sagen, egal wie scheiße der Name ist. Aber darum geht's gerade nicht. Ja? Ja, so. Und das ist so bei mir hängen geblieben, weil es hat mich so berührt, dass da jemand in dem Moment nicht einfach nächster Punkt, ja, wieder. Du, das ist mein Selbsterfolgsgeheimnis wie bei Starbucks, oder? Also ja, wie bei der Einrichtung mit dem kostenlosen WLAN. Aber allein, dass jemand sagt, hey, nicht Nummer 17, sondern Thomas, dein Kaffee ist fertig. Ja. Der Name ist das wichtigste Mittel, das man hat in der Kommunikation mit anderen Leuten. Auf nichts hören wir so gut. Eigentlich naheliegend, aber du hast recht. Also das Schöne ist ja auch, wir erleben jetzt hier einen neuen Bereich und hier sind die Chancen, ich sag mal, hier liegt die Hürde noch nicht so hoch. Das heißt, wenn man jetzt hier kann man damit anfangen, hier kann man auch Vorreiter sein. Und wir sehen es jetzt hier, wenn ihr mit den Menschen so umgeht, als wären es richtige Menschen, dann könnt ihr, denke ich, kann jeder damit von uns schon mal einen guten Schritt weiterkommen.
Ja, aber vielleicht nochmal abschließend ein ganz praktisches Beispiel auch. Ihr wisst alle, man hat am Anfang den Fehler gemacht, Texte aus den Broschüren ins Web zu stellen, 1:1. Mhm. Und dann hat man irgendwann gemerkt, scheiße, das ist ein anderes Medium, haut nicht so richtig hin, funktioniert nicht so richtig gut. Also hat man die umgebaut und sage ich mal, webgängiger gemacht. Jetzt ist die nächste Herausforderung einfach, die Contents, die jetzt webgängig da stehen, auch sprachzugänglich zu machen, also sprachfähig. Mhm. Und da wird eben, dadurch wird Audio eben noch eine besondere Bedeutung bekommen, weil wenn ich die Übung schon mal mit Audio mache, also ist auch ein Grund für den Audiotrend jetzt mit Podcasts und so weiter, aber da muss man jetzt auch aufpassen, dass das nicht falsch verstanden wird und leer läuft. Aber zu verstehen, dass auditive Signale wieder anders zu behandeln sind, als eben dann wiederum die Webtexte, die man mühsam aus der Broschüre umgebumst hat. Das ist sozusagen die nächste Schleife. Und wenn wir das dann haben wir auch Snippets, die quasi von den Systemen auch verwertet werden können. Im Moment schlagen die ganz oft bei Wikipedia nach, weil Wikipedia tatsächlich die Quelle ist, die sie dann nutzen, um über Firmen zu reden. Wenn du nach Firmen fragst, kriegst du oft vorgelesen, was bei Wikipedia über die Firma steht, anstatt dass es die Firma selber provided und sauber zur Verfügung stellt. Ja, die sind quasi nicht in der Lage, das zu tun. Also muss das System auf Wikipedia ausweichen. Und da raufe ich mir jedes Mal die Haare, denke, große Marken. Und das Erste, was du hörst, ist, Wikipedia sagt, ja, ich habe bei Wikipedia Folgendes gefunden, sagt die Alexa. Denkst du, ja, warum? Warum Wikipedia? Ja. Seit wann gehört Wikipedia die Marke? Ja, also, oder führt Wikipedia jetzt alle Marken in der Welt? Also schon sehr drollig teilweise. Ja, sehr schön. Ja, schönes Schlusswort, Christian. Wir sind jetzt auch weit drüber, länger gesprochen, als wir es geplant hatten. Ich sehe schon, wir hätten da 2 Folgen draus machen sollen. Nichtsdestotrotz, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Toll, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, sie ist sehr kostbar. Habe mich sehr gefreut, habe viel Neues gelernt. Und wenn ich hier dem Chat folge und den vielen Teilnehmern, die immer noch da sind, dann glaube ich, dass ich da nicht alleine bin. Freut mich auch und nochmal Gruß an die Runde. Und wenn ihr Aufträge, Jobs, Ideen, Vorschläge, was auch immer, Bedarfe habt, meldet euch gern bei uns. Wie gesagt, wir sind nicht die Tech-Leute, wir sind die, ja, 20 Jahre hat es im Internet gedauert, bis Content-Marketing da war. In Voice geht es schneller. Deshalb, wir sind die Content-Jungs für Voice. Sehr schön. Und Mädels. Guter Pitch. Vorsicht, genau, Gender. Apropos, Gender ist auch ein wichtiges Thema. Ja, Jungs und Mädels, sorry. Apropos Unterstützung und Feedback. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Beziehungsweise sagt mir kurz Bescheid, was wir besser machen können in diesem, wie gesagt, neuen Format. Einfach eine E-Mail schreiben an Thomas ohne H, @hello-growth.de. Bleibt uns gewogen. Die nächste Folge planen wir für in ungefähr 2 Wochen. Wir werden das veröffentlichen wieder auf Meetup, auf LinkedIn, auf Xing und vielleicht auch auf Facebook. Mal gucken. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder alle mit dabei wärt. Das war's von uns. Ich wünsche noch einen ganz tollen, erfolgreichen Nachmittag und ein tolles Wochenende. Tschüss. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, danke, Thomas. Gerne. So, ich beende mal die Aufzeichnung. Ich gehe auch raus, ne? Alles klar.